Ob Dortmund, Köln oder jetzt Berlin, zahlreiche deutsche Vereine haben eine Gruppe von Fans, die ihre Rolle missinterpretieren und regelmäßig durch Fehlverhalten in und um Stadien auffallen. Dabei sind sie laut eigenem Verständnis die einzig wahren Unterstützer. Neueste Vorfälle lassen aber erneut die Frage laut werden, wie bekommt man die Kriminalität aus der Ultraszene und vor allem aus der Fankurve? Es war der 12. Mai dieses Jahres, als einige Fans des HSV am Tag seines Abstiegs auf vielerlei Weise zeigen wollten, dass die Liga tatsächlich eine andere geworden ist. Nicht nur, weil sie nun ohne Dino auskommen muss. Nicht nur, weil mit Köln und Hamburg zwei einst große Namen in die Zweitklassigkeit abrutschten. Nein, vor allem auch, weil eben diese Fans zeigten, dass die Ultraszenen der Bundesliga neue Ausmaße erreicht haben. Einst als Realitätscheck für den Vorstand auf der Tribüne gestanden, zeigten die Hamburger Krawallfans, dass nur Banner, nur Gesänge, nur Schmährufe, ja, nur Pyrotechnik offenbar nicht mehr genug ist, weil es beinahe Alltag geworden ist und schöne Szenen im Volksparkstadion am letzten Spieltag der vergangenen Saison und während gegen Täter stets ermittelt wird, beginnt der normale Fußballfahren abzustumpfen, sich zwar weiter zu ärgern, aber es als Teil des Sports zu verstehen, und das darf nicht sein. Auch deshalb war der letzte Spieltag der vergangenen Saison ein Stichtag, was dieses Thema betrifft, weil kurz vor Spielabbruch mit breiter Staffel auf dem Feld dann doch allen klar wurde, dass an diesen Szenen nichts normal ist und dass etwas unternommen werden muss. Entsprechend laut distanzierten sich seinerzeit noch im Volksparkstadion andere HSV-Fans von ihrer Pyro-Ecke. Geholfen hat es retrospektiv wenig im Dortmunder Fadenkreuz-Zeitsprung zum 22. September, der seine eigenen geschmacklosen Bilder mit sich brachte. Es waren die Dortmunder Extremfans, die, zum wiederholten Male, negative Schlagzeilen machten. Während die Stimmung im Signal Iduna Park nach wie vor als die womöglich beste der Liga gilt, waren sich schon vor Abpfiff des Spiels gegen TSG Hoffenheim alle vernünftigen Verfolger des Geschehens einig, ein Banner, auf dem jemand, egal wer, ins Fadenkreuz genommen wird, schießt weit übers Ziel hinaus. Dieses Banner der Dortmunder Ultras hatte Folgen für den BVB. Der DFB drohte in der Folge mit Ausschlüssen der Fans, sollte sich solches Verhalten wiederholen. Zudem verhängte er ein Fahnenverbot für die Dortmunder Fans bis Ende der Saison 2021/22. Wie wirksam diese Maßnahmen sind, wird sich zeigen. Die Vergangenheit beweist, dass derartige Sanktionen nicht immer bis ins Letzte greifen. Dennoch hält das Sportgericht Verwarnungen für sinnvoller als tatsächliche Strafen. Eine Bewährungsstrafe ist erzieherisch meist wirkungsvoller, als wenn man gleich die Maßnahme anordnet, so der Sportgerichtsvorsitzende Hans E. Lorenz. Zur brisanten Thematik: 50 Verletzte bei Hertha-Gastspielfahnenverbote gegen Fans als Wundermittel gegen Straftaten im Stadion. Für Fadenkreuzbanner mag das funktionieren. Ob die Maßnahme aber auch gegen Feuerwerksspezialisten und andere Kriminelle auf Seiten der Ultras helfen kann, ist fraglich. Dennoch ist es eben jene Sanktion, die der Hauptstadtclub Hertha BSC dieser Tage für alle Zuschauer verhängte, nachdem Radau-Fans der alten Dame den Dortmundern in deren Stadion ein wenig die Eigenmedizin zu probieren gegeben hatten. Bei ihrem Pöbelauftritt in Dortmund versteckten sich die Hertha-Ultras hinter Bannern. Es bedurfte des Eingreifens der Polizei, um beim durch die Aktion ohnehin schon verspätet gestarteten Bundesligaspiel für Ruhe zu sorgen. 5 Polizisten und 45 Anhänger des Berliner Vereins gingen verletzt aus der Konfrontation, vermeidbar. Wenig hilfreich daraufhin auch, dass sich die Verlager beider Vereine beim Schuldigen einig waren. Das war natürlich die Polizei, das Ende der Heimkurve. Bei der immer drastischeren Lage ist eindeutig, dass eine Lösung gefunden werden muss.
Wie die jedoch genau aussehen kann, das zeigen auch die zaghaften Verwarnungen des Sportgerichts, ist ungewiss. Eine Möglichkeit wäre, die bekannten Extremfans über das Stadion zu verteilen und so die Masse der Krawallsüchtigen zu schwächen, eine Überlegung, die schon jetzt einige Befürworter findet. Doch will man weder normal Fans gefährden, noch die Stimmung in der Heimkurve beeinträchtigen. Punkt. Ja, es gibt viel zu beachten bei den Überlegungen bezüglich des äußerst sensiblen Themas und allzu viele Parteien, denen man auf den Schlips treten kann. Die Suche nach einem für alle angenehmen Kompromiss ist sicher noch lange nicht abgeschlossen. Dass Vereine wie die Hertha sich nun selbst in die Pflicht nehmen, ist ein sinnvoller Ansatz, den es sich lohnt, weiter zu verfolgen.